Macht das nicht zu Hause nach. Oh mein Gott, Leute. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Hey, ich bin's wieder, Kathi. Und im heutigen Video wird mal wieder etwas getestet. Aber heute kein Produkt, keine Dienstleistung. Nichts, was man angreifen kann. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, geht es um Follower. Follower auf Instagram. Und zwar, wie viele Follower schaffe ich zu erreichen, zu bekommen in einem gewissen Zeitraum. Das Ganze werde ich mittels einer Strategie, unter Anführungszeichen, versuchen. Also das ist so ein kleines Experiment, aber was ich vorweg schon sage, diese Strategie, die ich euch hier zeigen werde, sollte bitte keiner anwenden, um an echte Follower zu kommen, denn durch diese Strategie kann man sich keine Reichweite aufbauen, die irgendwie nützlich ist oder sinnvoll. Das sind alles nur sozusagen Fake-Follower, beziehungsweise es sind schon echte Personen, die einem dann folgen, aber das sind jetzt nicht Personen, die wirklich an dir oder an deinem Unternehmen oder was auch immer interessiert sind, sondern ja, ihr werdet das Ganze gleich sehen, wie das Ganze funktioniert und warum die Leute da einem folgen und. Diese Methode kennen bestimmt schon viele von euch da draußen. Ich hoffe trotzdem, dass sie keiner anwendet von euch, denn es bringt sich einfach nichts, aber das werde ich im Laufe des Videos noch erklären und so meinen Senf dazugeben. Ja, dann hätte ich gesagt, wir beginnen damit. Ich werde das nicht mit meinem Profil machen, denn ich möchte nicht diese Follower auf meinem Profil haben. Ich bin einfach wahnsinnig gespannt, was man eben schafft in so, ich weiß noch nicht, ihr werdet es im Titel schon sehen, ob das jetzt ein Stundenvideo wird, also das Video wird keine Stunde dauern, aber ob ich es versuche in einer Stunde, wie viel man erreicht oder ob ich es doch über den ganzen Tag mache, das weiß ich jetzt noch nicht, je nachdem, was sich so irgendwie da so ansammelt jetzt gleich mal. Aber ihr könnt gerne auf meinem Profil, auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Ich heiße dort Kadinska_ und würde mich super freuen, wenn ihr mir dort folgen würdet. Und ja, dann hätte ich gesagt, wir legen direkt los. Und zwar habe ich einen Instagram-Account erstellt, wo jetzt kein Profilbild drauf ist und kein Bild, also da ist noch nichts gepostet worden. Das ist jetzt sozusagen eben der Experimentier-Instagram-Kanal für mich so, dass ich da eben jetzt was probieren kann. So, und jetzt geht's auch schon los. Wie ihr hier seht, habe ich ein Profil erstellt, einfach mit dem Namen UnicornLover2471. Ja, genau. Und Lena ist jetzt einfach mal der Name dafür. Mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen. Für mich ist so Lena so ein Standardname. Schreibt mal in die Kommentare, ob irgendjemand von euch da Lena heißt. Das würde mich interessieren. Ja, gut. Auf jeden Fall, die Methode funktioniert so, dass hier, wenn ich auf die Startseite klicke, kann ich ja jetzt x-beliebigen Personen folgen. Und darum geht es auch, dass ich jetzt einfach ganz vielen Leuten, die einen blauen Haken haben oder Personen auf Instagram, die ganz viele Follower haben, dass ich denen folge, denn, ihr werdet es jetzt gleich sehen, ich klicke mal hier auf Folgen, den ganzen Menschen werde ich jetzt hier mal folgen. Und das Prinzip dahinter ist, dass wenn ich jetzt den ganzen Leuten folge, es gibt eben eine andere Methode noch, also dieses Video ist ja eigentlich echt gestört, aber ich möchte es halt einfach ausprobieren. Die eine Methode, um an Follower zu kommen, ist, dass man eben ganz viele Personen folgt, weil dann folgen dir auf einmal Menschen, hoppala. Und zwar, ich erkläre euch das jetzt ganz kurz. Wenn ich jetzt nämlich hier auf Folgen klicke, gibt es die andere Methode. Das sind Leute, die auf Instagram unterwegs sind und eben jetzt beispielsweise, ich zeige es euch hier bei Faktastisch, genau, 6,7 Millionen Abonnenten haben die und die klicken dann beispielsweise hier jetzt durch. Folgen, 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 folgen. Genau, das mache ich jetzt auch einfach mal, weil es gibt eben die Leute, die gehen auf so große und klicken dann eben überall folgen, 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 folgen und entfolgen diesen Personen dann innerhalb von, weiß ich nicht, manchmal dauert es wirklich 2 Wochen oder so, dass die dir folgen. Die entfolgen dir dann aber wieder mit dem Hintergedanken, dass, weil die jetzt sagen, weil ich würde diese Methode anwenden, würde diese eine Person beispielsweise sehen, okay, ja, UnicornLover4271 folgt dir jetzt, sagen wir mal, ich hätte jetzt ein interessantes Profil, klick drauf, oh cool, ja, die Person folgt mir, da folge ich mal zurück. Also die folgen Leuten mit dem Hintergedanken, dass die einem zurückfolgen, aber die entfolgen euch dann wieder. Also diese Strategie ist einfach echt, ist sinnlos, ebenso wie das, was ich gerade mache, aber ich werde jetzt die Leute wieder rausschmeißen, weil ich möchte nur großen Leuten, die bringen mir jetzt im Moment gerade nichts, also die werden mir wahrscheinlich nicht zurückfolgen, denn ich habe ja kein Profilbild, nichts. Okay, oh Mann, Leute,
irgendwie hat es mit meiner Bildschirmaufnahme nicht funktioniert. Deswegen, ich folge jetzt schon 67 Leuten und habe jetzt schon 12 Abonnenten. Tut mir echt leid, das hat leider nicht funktioniert. Aber ihr seht hier jetzt schon 13. Ich zeig's euch sonst mal hier so. Ist doch schon nice, oder? Gestartet damit habe ich, glaube ich, um 13.41 Uhr. Und ich mache eben nichts anderes, als dass ich eben hier diesen Leuten folge. So, dann aktualisieren wir mal wieder. Und schon 15! Ist ja crazy. Also so kann man sich ja einiges aufbauen. Wahnsinn. Ich zeige euch das jetzt mal so, wie ich das gemeint habe eben hier. Wenn, was eben die anderen Leute da machen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise auf Katy Perry drauf bin, auf sie klicke, finde ich mich schon gar nicht mehr, obwohl ich ihr folge. Okay, nein, da bin ich sehr weit unten. Wenn ich jetzt hier aber auf Entfolgen und wieder Folgen klicke, hier oben aufmache, bin ich an erster Stelle. Jetzt lasse ich einmal laden und wow, seht mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow. Mega viele Leute folgen ihr schon und ich bin hier. Hier bin ich, Unicorn Lover. Also eben in diesem kurzen Zeitraum, das heißt, man muss immer versuchen, an erster Stelle zu sein, weil eben die anderen Leute, die diese andere Methode anwenden, kommen eben auf das Profil, klicken hier bei der Katy Perry oben drauf und klicken dann hier jetzt einfach auf Folgen, 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 Folgen. Und diesen Leuten folgen sie dann für manchmal wirklich sogar eine Woche, manche Leute nur einen Tag, eine Stunde, in der Hoffnung, dass eben die Leute da wieder zurückfolgen. Und ja, ich werde diesen Leuten jetzt gleich mal wieder entfolgen, weil die brauche ich ja hier nicht dabei bei mir. Die kommen mal wieder weg. Ich brauche nur die großen Leute, die ganz viele Follower haben. Genau, und weg sind sie. So, ich fange mal wieder von ganz unten an, da auf Entfolgen, Folgen zu klicken, dass ich eben bei diesen Leuten auch wieder an erster Stelle stehe. Und ja, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach witzig. Und bringen tut mir das nichts. Also mich würde interessieren, was passieren würde, wenn ich jetzt ein Bild hochlade. Wenn ihr wollt, Entschuldigung, dass ich euch nicht anschaue, wenn ich mit euch spreche, aber ich muss mich konzentrieren auf jeden Fall. Wenn ihr wollt, dass ich nochmals ein Video dazu mache, wo ich dann beispielsweise eine andere Strategie verwende oder wo ich eben ein Bild hochlade, um zu versuchen, ganz viele Likes zu bekommen, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare, dann kann ich ja mal einen zweiten Teil, so ein zweites Experiment daraus machen. Ich werde dieses Profil einfach behalten, das stört mich ja jetzt nicht. Ja, könnt mir gerne folgen, unicorn_lover2471. Es wird kein Foto gepostet, ich habe kein Profilbild, aber folgt mir gerne dort. Das wäre witzig. Nein. Oh Gott, Leute, schaut, schaut. Ich habe schon 21 Follower. Das ist ja ein Wahnsinn. Und das jetzt in einer Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn ich das den ganzen Tag mache und das hochrechne, bin ich bei einer sehr hohen Zahl angekommen. Also ich hätte gesagt, ich klicke mal wieder folgen, entfolgen. Oh, und schon 23 Follower. Genial. Macht das nicht zu Hause nach. Es bringt sich nichts. Ich hätte gesagt, ich mache das jetzt einfach mal weiter. Und wir sehen uns dann später einfach wieder, weil für euch, ihr wisst jetzt, wie das funktioniert, das ist nicht spannend. Ich werde jetzt die ganze Arbeit machen und wir sehen uns dann einfach zum Schluss wieder, wenn ich sage, okay, passt, ich beende dieses Experiment, möchte euch die Followerzahl zeigen und ja, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Oh mein Gott, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe die 100 Abonnenten geknackt innerhalb von einer Stunde. Wie verrückt ist das bitte? Ich blende euch das jetzt hier mal ein. Das ist ja crazy. 101 innerhalb von einer Stunde, beziehungsweise ja, fast eine Stunde. Ich glaube, das waren jetzt so eine Stunde, zwei Minuten oder sowas. Das ist ja crazy. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn man das jetzt hochrechnet und man sagt, okay, passt, man macht einen 8-Stunden-Job draus, kann man am Tag 800 Follower generieren dadurch. Das dann aufrechnet, hat man innerhalb von zwei Tagen 1600 Abonnenten. Das würde ich mal sagen, ist nicht schlecht, aber wie gesagt, Leute, bitte macht das nicht zu Hause nach. Das bringt sich nichts. Diese Follower eben werden mir ja auch wieder entfolgen, diesem Profil.
ist mir auch zwischendurch aufgefallen, dass dann auf einmal wieder zwei weniger waren und man muss halt ständig dahinter sein und da passiert jetzt auch nichts. Also da werden keine Interaktionen zustande kommen wie Likes, Kommentare oder was auch immer. Aber wie gesagt, wenn ihr das sehen möchtet, was passieren würde, wenn ich jetzt ein Bild hochlade oder so, dann schreibt mir das super gern in die Kommentare und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und um das nochmals klarzustellen, das war einfach nur ein Test heute. Ich werde mit diesem Profil einfach original nichts anfangen, außer eben es für Testzwecke behalten, um vielleicht noch ein, zwei weitere Videos zu drehen, denn ich habe es total lustig gefunden, aber ich habe es jetzt halt nur eine Stunde gemacht, weil es ist halt schon irgendwie anstrengend, die ganze Zeit nur folgen, entfolgen, folgen, entfolgen, folgen, entfolgen, dass du irgendwie so da drauf kommst, dass dir eben Leute wieder folgen. Es ist halt schon irgendwie so, ja, es ist zart, also lustig ist es nicht und es sind keine echten Follower, also keine, die dir wirklich die interessiert sind an deinem Profil, weil ich habe null Beiträge, ich habe nicht mal ein Profilbild und habe aber 100 Follower. Ich bin spitze. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Vormittag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und schaut gerne auf meinem echten Instagram-Profil vorbei. Das würde mich super freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!